Craig down, baby. Die Musikindustrie hat beim Internet nicht begriffen, dass sie es nur nutzen kann unter einer Veränderung ihres Geschäftsmodells. Das Problem ist, wenn eine Branche ein gut funktionierendes Geschäftsmodell hat, wird sie sich von diesem gar nicht oder zu spät trennen und wird schon mal sich immer schwer tun, es selbst anzugreifen. Das Geschäftsmodell der Musikindustrie besteht im Wandel. Sie verkauft dem Konsumenten 10 bis 12 Titel als Album, wo der vielleicht nur 2 oder 4 haben will, die er von dem Interpreten oder der Gruppe gut findet. Das wurde besonders profitabel für die Musikindustrie, als sie dann noch einen Formatwechsel von Vinyl auf CD bekam, wo sie haargenau dieselben Titel zum doppelten Preis verkaufte. Sich davon zu trennen, wenn man damit sehr gut Geld verdient, ist schwierig. Im Internet macht es aber nur Sinn, wo das Internet macht als Kommunikationskanal für die Musikindustrie nur Sinn, wenn sie den Konsumenten die Vorteile des Internets nutzen lässt. Das heißt, freie Auswahl und freier Zugriff zu jeder Zeit. Da greift plötzlich das Album nicht mehr. Und dementsprechend hat sich die Musikindustrie gar nicht oder zu spät auf das Internet als Distributionskanal eingelassen und bis heute hat die Musikindustrie kein Angebot im Internet, was so gut wäre wie das der Piraten. Sie hat zwar jetzt geschafft, endlich sich darauf zu einigen, auf Qualitätsminderungen in Form von Kopierschutz zu verzichten. Und somit ist ihr Angebot genauso gut wie das der Piraten. Aber das von illegalen Nutzern aufgebaute Angebot ist im Zweifel immer schneller als das der Musikindustrie, die bis heute darauf wartet, dass sie zur Chartoptimierung, also um einen Bedarf aufzustauen und dann eben schneller abzuverkaufen, ihre Ware nicht veröffentlicht, aber dennoch über Radio und Print kommuniziert und somit auch im Internet hat. Das heißt, bis heute ist das Angebot der Musikindustrie im Internet nicht so gut wie das, was man illegal sich beschaffen kann. Das ist das Kernproblem der Musikwirtschaft und das ist hausgemacht. Wenn die Musikindustrie den Mut gehabt hätte, das Internet zu nehmen als das, was es ist, und sich gesagt hätte, ein Geschäftsmodell wird immer nur dann bestehen können, wenn es mindestens so gut ist wie die illegale Konkurrenz, eigentlich muss es besser sein, dann hätte sie von vornherein eine Flatrate angeboten, wo sie sagt, du lieber Konsument, zahlst uns eine Fixgebühr, dafür kannst du dir runterladen, was immer du willst, wann immer du willst, und zwar von dem Moment an, wo uns auch das Band oder die Musik vorliegt, und du behältst es, auch wenn du irgendwann diese Gebühr nicht mehr bezahlst. Das hätte allemal funktioniert, wie auch Marktforschung, selbst der Sony Music in den USA zeigt. Die Flatrate-Modelle, die es bislang gab, sind deutlich schlechter als BitTorrent. Sie haben die Musik viel, viel später und vor allen Dingen ein entscheidender Punkt fehlte, du kannst nicht behalten. Du definierst dich aber als Musikliebhaber durch das, was du hast und was du mal irgendwann entdeckt hast. Und wenn das plötzlich weg ist, weil du aus irgendeinem Grund deine Gebühr nicht zahlen kannst für einen Monat, dann entspricht das nicht dem Geiste der Leute, die Musik lieben. Die Printwirtschaft und Journalisten, die am Anfang ja den Untergang der Musikindustrie mit einer gewissen Häme begleitet haben, wenn wir uns alle erinnern, stecken schon genau in derselben Hilflosigkeit drin, die Musikindustrie hat aus meinen Sichten, haben schon einige Kernfehler längst gemacht und dupliziert. Erste Kernfehler ist die Nichtaufgabe des Geschäftsmodells, also Umdenken des Geschäftsmodells. Druckkosten fallen hinten rüber, dementsprechend können wir das Angebot umsonst gestalten, das führt dazu, dass wir viel, viel mehr Kontakte haben werden und diese höheren Kontakte werden uns mehr Anzeigenerlösen bringen. Als Geschäftsmodell wurde 1:1 ins neue Medium reingedacht und das hat genau 1:1 nicht funktioniert. Was nicht weit überraschend ist, denn natürlich führt das Internet zu einer anderen Struktur und einem anderen Denken auch bei Werbebuchungen. Entweder wird eine Werbebuchung gezielt gestaltet auf die Reaktion, also ich meine Pay-per-Click. Das führt aber dazu, dass mir meine vielen, vielen Kontakte gar nichts bringen, solange diese Kontakte nicht gezielt in die Werbung reingespielt werden. Das führt aber wiederum zu einer Veränderung der Inhalte im Sinne des Werbetreibenden, die nicht im Sinne des Prints sein können.
Oder die Kontakte, die ich habe, werden viel flüchtiger bewertet. Die geringer bewertet, das sind die lousy pennies, von denen Herr Bruder dann spricht, tief betroffen. Das führt aber dazu, dass ich einfach so viel lousy pennies bekommen muss, dass ich meine alten Einnahmen wieder Herr werden kann, die ich nur bekommen kann, wenn ich brutal trivialisiere. So wie mit dem Internet umgegangen wird, begibt sich Printjournalismus in Gefahr. Genauso wie Musik sich in Gefahr begeben hat. Also Schuld am Ende des Tages, wenn die Frage kommt, who killed Bambi, sind weder die Journalisten, genauso wenig wie die Musiker in der Regel schuld sind über die Krise, der Krise der Musikwirtschaft, sondern ist jeweils ein Management, was den Fehler gemacht hat, am einem alten Geschäftsmodell festzuhalten und nicht in der Lage war, es mal zu denken. Die Musikindustrie hat angefangen, sich zu bewegen, als ihr das Wasser schon bis zum Hals stand. Also wann ist Apple iTunes ausgerollt worden? Ja, auch nicht von der Musikindustrie, sondern von jemandem, der Musikindustrie begleitend eigentlich Hardware verkaufen will. Zu einem Zeitpunkt, als die Musikindustrie schon fast 50% ihrer Erlöse verloren hatte. Also als die Not ganz, ganz groß war. Und ist es dann, als neu gedacht wurde, konsequent geschehen? Nein, die Konsequenz hat sich bis heute noch keiner getraut. Und Ähnliches sehe ich auch bei Print. Also die, wenn dort neu gedacht wird, dann wird es jetzt schon wieder zu einem sehr, sehr späten Zeitpunkt getan, wo man den Schmerz schon sehr klar spürt, weil das Geschäftsmodell nicht greift. Und es wird noch immer nicht 100% in der gnadenlosen Konsequenz getrieben.